Servus Jahn-Fans, mein Name ist Leopold Wurm, auch Poldi genannt. Ich bin 17 Jahre alt, bin Innenverteidiger. Ich spiele jetzt seit der U9 schon hier beim Jahn, seit 9 Jahren. Und ich bin wirklich riesig stolz, jetzt meinen Profivertrag unterschrieben zu haben und kann es kaum erwarten, hier vor euch Fans zu spielen. Ja, natürlich ein unbeschreibliches Gefühl. Ich spiele seit der U9 hier, seit 10 Jahren. Da träumt man als kleines Kind davon, hier in der Arena zu spielen und ein Teil von der Profimannschaft zu sein. Dass der Traum jetzt in Erfüllung geht, ist natürlich enorm, enorm schön. Du hast angesprochen, also in über 9 Jahren bist du Nachwuchs bei der Jahn-Schmiede tätig. Wie blickst du da auf diese Zeit zurück, die Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum und deine Entwicklung? Ja, sehr positiv natürlich. Ich hatte jetzt über die Jahre hinweg nur Top-Trainer, war wirklich ein sehr gutes Umfeld, ein familiäres Umfeld und konnte mich da top entwickeln, habe mich auch immer sehr wohl gefühlt. Inwiefern hat dir auch geholfen, dass du dann vor 1-2 Jahren dann aufgestiegen bist mit der U17 in die Junioren-Bundesliga und da dort auch ja quasi 1 Jahr in der Junioren-Bundesliga spielen konntest auf höchstem Niveau? Ja, es hat natürlich sehr geholfen. Also es ist immer top, wenn man auf der höchsten Spielfläche spielen kann in dem Alter und das hilft natürlich dann immer weiter. Es ist nochmal höheres Tempo, nochmal körperlich alles stärker und das ist natürlich nochmal ein sehr großer Schritt dann gewesen. Ein Schritt war jetzt auch im Sommer dann der Aufstieg quasi, dass du mit dabei warst im Trainingsbetrieb bei den Profis, auch bei den Testspielen, hast aber jetzt auch ein paar U21-Spiele schon auf dem Buckel im Herrenfußball. Es ist natürlich sehr schön dabei zu sein und auch, das ist sehr lehrreich die Zeit jetzt auch gewesen. Jetzt vor allem in der kurzen Zeit habe ich sehr viel mitgenommen von den anderen Spielern, jetzt auch jetzt hier im Stadion die wirklich wahnsinnige Stimmung aufgesaugt. Und da will ich wirklich weiter hart an mir arbeiten, damit ich hier mal auch auf dem Platz stehen kann und vor den Fans spielen kann. Ja, was ist Leopold Wurm eigentlich für ein Spielertyp? Also ich würde sagen, ein spielstarker Verteidiger mit einer guten Ruhe am Ball, mit einer guten Übersicht. Meine Größe, würde ich sagen, hilft mir auch weiter. Jetzt in den Zweikämpfen mit meinen etwas längeren Beinen, das denke ich, hilft schon. Aber es gibt sicherlich einige Punkte, woran du jetzt arbeiten möchtest. Du bist ja erst 17 Jahre alt, hast noch viel Potenzial, das du ausschöpfen kannst und woran du arbeiten kannst, oder? Ja klar, also an meinem Kopfballspiel will ich arbeiten. Das kann noch eine Waffe werden mit meiner Größe vor allem. Auch an meiner Physis, dass ich da nochmal im Herrenbereich besser dagegenhalten kann. Und jetzt auch die Zweikampfführung, dass ich da auch nochmal härter reingehe. Und ja, was hast du jetzt vorgenommen für die nächsten Wochen, Monate? Du bist im Trainingsbetrieb bei den Profis mit dabei, aber natürlich auch Teil der U21. Ja, also jetzt wie schon gesagt, ich will wirklich alles dafür tun, dass ich hier auch mal auf dem Platz stehe. Aber auch in der U21 so viel Spielpraxis sammeln wie möglich. Und dann eben alles, was hier geht, mitnehmen. Du hast die Mannschaft auch schon über die Wochen kennengelernt. Haben sie dich gut aufgenommen? Und was ist es für ein Team? Ja, sie haben mich super aufgenommen, sind alles coole Typen. Macht echt wirklich Spaß, immer auf dem Platz mit denen zu stehen. Aber auch außerhalb vom Platz schon mit dem einen oder anderen was unternommen. Also ist wirklich ein klasse Team.